Hallo und willkommen zurück. Wir sind in einer kleinen Serie über Projektmanagement und hier geht es nun um die Kostenplanung im Projektmanagement. Und zunächst einmal sollten wir wie immer den Begriff klären, was sind Kosten? Kosten haben nichts damit zu tun, dass Geld weggeht, wie viele denken, auch Leute, die jahrelang BWL machen, denken das, sondern Kosten sind betriebsbedingter Werteverzehr oder hier können wir sagen, projektbezogener Werteverzehr. Kosten sind betrieblicher oder betriebsbedingter Werteverzehr und hier, weil es sich um Kostenplanung im Projektmanagement handelt, projektbezogener Werteverzehr. Und wie kann man nun diese Kosten planen? Schauen wir mal auf diese Übersicht. Ein gut strukturiertes Problem ist schon halb gelöst, hat Albert Einstein mal gesagt. Hier können wir die Kosten strukturieren, zum Beispiel Personalkosten. Wenn wir Mitarbeiter abziehen von ihrer Arbeit und setzen sie auf das Projekt, dann ist das ein Werteverzehr, der dadurch entsteht, dass der Mitarbeiter seine übliche Arbeit nicht machen kann. Wir setzen das an in Höhe der Bruttoentlohnung plus Sozialabgaben, das sind die Personalkosten, Materialkosten, wenn für das Projekt Material verbraucht wird, Kapitalkosten, zum Beispiel, wenn im Projekt Kapital arbeitet, Eigen- oder Fremdkapital, berechnen wir kalkulatorische Zinsen oder die tatsächlich an die Bank gezahlten Zinsen. Fremdleistungskosten, hier haben wir ausnahmsweise die Situation, dass Kosten gleich Auszahlung ist. Computerkosten, es können natürlich noch andere Kostenarten sein. Also hier haben wir spaltenweise die Kostenarten und die können wir natürlich zeilenweise auf die verschiedenen Projektteile verteilen. Das könnte eine Strukturierung sein. Eine weitere Strukturierung könnte sein, weil eventuell die Geschäftsführung daran interessiert ist, zu unterscheiden in einmalige Implementierungskosten und in Dauerkosten. Auch das kann sinnvoll sein für die Entscheidung über dieses Projekt, dass man die Kosten so aufspaltet. Ja, das war's schon wieder. Vielen Dank. Mein Name ist Marius Ebert. Schauen Sie auch unter spaßlerndenk.de und spaßlerndenk-shop.de für meine Schnelllernhilfen.